Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Orte hier erkundet, und zwar den ganzen Zeitspalten, welche irgendwie zum Kamehaus, nenne ich zum Kamehaus, vor allem nicht dahin, zu Majin Buu's Haus, zum Haus des Oberältesten, Capsule Corporation und anderen Orten hingeführt hat. Und da können wir Zeugs machen, und ich habe mich ein bisschen in der Stadt umgeschaut und habe ein paar essbare Sachen gefunden, die wir irgendwann Majin Buu geben können. Die kann ich hier locker irgendwie so einsammeln auf Screen immer. Also das ist jetzt kein Problem. Ich weiß noch nicht, was das was bringt. So, sie sucht mich hier verzweifelt, aber sie wird nie erraten, dass ich hinter ihr bin und hier zwei Häschenohren mache. Gut. Keine schöne Zeit. Zeigt mir, wie es jetzt weitergeht. Ausgezeichnete Arbeit. Es scheint, es hättest du alle großen Zeitspalten versucht. Hey, ich wette, du warst überrascht, das Ausmaß dieser Spalte zu überwältigen, oder? Der Innere sieht ziemlich seltsam aus, nicht wahr? Die Geschichte wurde stark verzerrt, sodass eine alternative Geschichte entstanden ist, die sich langsam ausbreitet. Zunächst sind die Änderungen an der Geschichte auf die Spalte zu beschränken und haben noch keine anderen Gebiete erfasst. Es ist allerdings unklar, wieso sie sich überhaupt gebildet haben. Deshalb wollen wir, dass du die Sache nachgehst. Oh, Entschuldigung. Die andere Zeitspalte scheint noch gefährlicher zu sein. Dieses Gespräch sollten wir aber zum späteren Zeitpunkt fortführen. Boah, warum habe ich so ein Kloß im Hals? Nun ja, das war auf jeden Fall gute Arbeit. Als Belohnung möchte ich dir es hier überreichen. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zu arbeiten. Energiekapsel S, ich brauche eine Energiekapsel M für diesen Namekianer. Da können wir jetzt weitermachen in der Story. Ja, das sieht doch so aus. Ja, ich habe mal versucht, online zu gehen mit einem Kollegen, aber aus irgendeinem Grund will der Server sich nicht mit mir verbinden. Oder ich will mich nicht mit dem Server verbinden, keine Ahnung. Genau der gleiche Scheiß wie beim ersten Teil. Waren wir, weiß ich nicht, eine Minute lang online und dann sind wir rausgeflogen. Hier komme ich gar nicht erst rein. Sehr geil. Gut. Vor allem auch immer, wenn ich irgendwie, hat man ja auch schon in den Aufnahmen gesehen, immer wenn ich irgendwie online bin, tut sich das nach ein paar Sachen irgendwie aufhängen. Irgendwie, weiß ich nicht, fliege ich wieder aus der Online-Sitzung raus. Keine Ahnung wieso. Aber habe ich eigentlich eine vernünftige Internetleitung, würde ich jetzt sagen. Aber was soll's. Dann machen wir die Story weiter, oder? Und wie war es, eine Legende zu treffen? Ha, das ist ziemlich überwältigend, findest du nicht? Du hast noch viel Potenzial, dich zu entwickeln, aber du hast schon große Fortschritte gemacht. Du solltest dich nicht unter Wert verkaufen. Ich habe schon mal gesagt, aber es gibt noch viel zu tun. Bitte kümmere dich um die verbleibende Änderung der Geschichte auf Zeitpatrouille gehen. Ja, ist ja nur noch Name, ne? Okay, viel Glück da draußen. Geh rüber zur Zeitkammer, um loszulegen. Ja, okay, auf nach Namek. Weiß jetzt, wenn ich andere Reihenfolge genommen hätte, das würde mich interessieren. Ey, wer tut denn in einer anderen Reihenfolge spielen? Hallo, nimmt die richtige Reihenfolge, verdammt nochmal. Das ist Freezer und zwei Charaktere, die im ersten Teil nicht vorkamen. Warum man sich auch, warum kam die nicht im ersten Teil vor? Sind doch essential. Ja, schauen wir die Freezer Saga oder Namek Saga heute, ja, ne? Ja, da ist nur Dodoria hinterher gerannt, ne? Stimmt, im Original sind ja, ist ja nur Dodoria hinterher geflogen. Und Krillin hat den irgendwie abgehängt, glaube ich. Und jetzt sind beide hinter denen, ja. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, 762. Boah. Ja, damit hat er ihn abgehängt. Ja, ich habe Freezer in der Dusche gesehen. Im Team Fortress, Team Forstar Stil. Was geht ab, mein Meister? Freezer, Sina, Zabon und Dodoria. Jetzt hier haben uns gesund auf einem Schiff Menge. Ja, erstmal mache ich Dodoria platt. Ja. Ich habe eine Überraschung. Ah, ich habe keine Key. Verdammt. Na, wie viel brauche ich denn dafür? Drei oder was?
die Sonnenfaust die ganze Zeit einsetzen. Autsch. Mein Gott. Und jetzt wird es wieder nervig, ne? Dann mache ich dich eben platt. Dori wird mir zu nervig. Taioken! Eigentlich irgendwie ein anderer Attack einsetzen oder was soll's. Doof, doof. Was ist das denn für ein Verarsch? Naja, doof, doof, doof. Ich bin ein schlimmster Albtraum. Doof. Wieso sollte ein Saiyajin mit den Einheimischen, ja? Okay. Ja. Bin ich ja. Geschafft, okay. Z, natürlich. Bin ich gut, wenn ich ein Z bekomme. Oh, fühle ich mich so spezial. Sollte ich eigentlich mit S mich fühlen, aber was soll's. Das laber ich ja schon wieder, ist doch vollkommen egal. Was geht? Bro. Was? Was hat denn jetzt für eine Pose? Als ob es das schon war. Nein, was macht denn der hier? Der Heimweh bekommen oder was? Was sagt der böse Name Kana? Was geht? Möchtest du dich auch hier einmischen, aber oh, mein Gott. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu stark für die Story. Aber ich mir doch vorgenommen, die Story erstmal so weit zu spielen, bis ich nicht mal weiterkomme. Das ist ja ein super Namekianer. Der war einfach. Komm her, Boff. Oh, ich amüsiere mich gerade. Ich habe es hier voll easy gerade. Okay. War ja noch einfacher. Lass mich ran, ihr kriegt nur S oder so. Ne? Nein, ihr kriegt Z. Sehr gut. Michael kriegt viele Punkte. Weiter. Bis jetzt ist es noch chillig. Aber das wird bestimmt noch anders. Ne? War bei Saiyajin sah er ja auch so. Jetzt war voll easy und dann kamen die beiden Riesenaffen und haben die Hölle heiß gemacht. Vorsicht vor Dodoria, Vegeta. Nein. Das voll bedrohlich aus. Immer noch Bild, dass wir uns hier in die Zeitgeschichte einmischen. Das nicht auch irgendwie noch mehr Verwirrung hier verursachen? Dann fragt sich niemand so, hey, wer war das? Wer hilft uns die ganze Zeit? Haben wir einen Schutzengel oder was? Hi. Puff. Ja. Ich habe gar keine Zeit, mich da unten auf den Text zu konzentrieren. Ja, red du mal weiter, ich mach den platt. Mein Gott. Ich mach die viel zu schnell platt, ey.
Wieso nur B? Ich habe ihn so schnell kaputt gehauen. Und meins. Ich bin auch Saiyajin, der fürchtet mich auch, ja. Der Auftakt des Erbittenen irgendwas. Ende, glaube ich. Ja, da war schon die Saga. Hallo? Also dann kommt noch die Ginyu-Saga, ja. こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。やね。タレスは最悪人の生き残りの一人。宇宙を暴れ回る鳴らず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらく その復讐をしようとしているのよ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければのう。そうね。やり、かぽ倒ん。でも、私用事があるから、この辺で失礼するわね。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。 何よも、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。あれ、フォーグルね。そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい。バレーはでも、エースの体、オーダーバイねえね。簡単に言っちゃうと、時々の卵には 時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはのう。そういうことで私は行くわね。あ、じゃから、あやつらの対抗策を。そんなの またじゃましてきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、genau。Wird doch gesagt die ganze Zeit. Das hier ist Dragon Ball. Hier geht's nur um Leute kaputt hauen. Was ist das denn für eine Logik? Also als würde man sagen, in Fist of the North Star geht es um zivilisierte politische Aktivitäten. Oh. Und wer irgendjemand schreibt, was ist Fist of the North Star? Ehrlich, das ist noch älter als Dragon Ball. Bei Mr. Satan steigt ein Event, ein neues Ausblei-Event. Okay, man muss kannst du anderen Spieler. Ja, kann ich ja nicht. Geht ja nicht. Ein anderer Spieler, das heißt, in Quantum City. Andere, mit dir kannst du bla 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 bla. Na, ja, kannst du den Spiel aus einer Welt schütten, Teams bilden, wenn er gehen würde, ja, wenn er doch mal bleiben würde, ja, okay, Teamregistrierung, da kann man Teams bilden, genau, okay, jemand, da kann man die Story weitermachen, erstmal will ich aufleveln, das eine Level bekommen, oder? Buff, 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 geh mal, ich glaube, mit den Dragon Balls kann man sich auch wieder umskillen, ne? So, ich möchte mal ein Ausbildungsevent mit Krillin machen, damit wir ihn mal abhaken können irgendwann. Weil er scheint ja nicht weiterzukommen. Ist die Musik ja so anders. Warum ist die Musik jetzt so anders? Okay. Das ist so ein blaues Ding. Ne, warte mal, wo war Krillin jetzt? Quest Event, Ausbilder Event da. Warum sind hier so viele Ausbilder Events? Ich
Na, wo ist Krillin? Milchlieferung war doch, ne? Aber machen müssen. Der war letztens hier, verdammt. Hi. Ja. Was geht? Oh, du brauchst mich. Trainiere mich. Sei mein Meister. Was willst du lernen? Trainingsprüfung, Lektion 1. Okay. Muss man alles so machen, da finde ich ein bisschen doof. Kann man nicht hier wieder so aufstocken, da muss ich ja jedes Mal inzwischen den Aufnahmen da machen. Ja, echt blöde. Mit einer schnellen Serie von Angriffen. Ach so, ja. Siege damit deinen Gegner. Also ich muss Ding ist. Energieladung habe ich sehr wohl. Na, komm her. Na. Na. Ein Combo. Das gezeichnete. Weiter mit den Turnieren? Ich glaube nicht, ne. Okay, das ist die Wichtige, ja, da also ist eine Situation möglich. Ja, die Technik kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Ja. Ich denke, mein Lieblings-Destruction ist okay. Ja, wir können das schon so machen. Ja, ich habe schon Maximum oder was? Destruction Disc, oh. Zerstörungsdisk. Gut, dann können wir doch so schnell machen. Gut, ich habe dann schon Krillin abgeschlossen gleich, ne? Destruction Disc. Was willst du denn? Ma, ich mache mir doch nicht so schwer. Wo ist das? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Abwehrdurchbrecher, ne? War sehr gut. Habe ich in zwei geteilt. Mein Gott. Ich teleportiere mich hinter denen, ne? Aha. Hey. Der greift mich direkt an danach. Macht er das? Wie macht er das? Hallo? Was einfach nur das Spam? Puff. Puff. Wird schon treffen irgendwie. Oh, verdammt, er darf nicht. Danke. Oh. Nein, das Auto. Ist er irgendwo hingeflogen? Ich bin Star. Sogar Yamshu. Sogar Yamshu, was ist das denn für eine Aussage? Sogar Mr. Satan war bei. Kannst ja gleich sagen, sogar Chaozu war beeindruckt. Ja, eigentlich ist ja Chaozu noch schwächer, ne? Auf den hackt irgendwie niemand rum. Okay. Gut, ich kann mit mir
und ich am Schuh mithalten. Ja, super. Wie ganz aus hättest du das hat schon das gemeistert. Jetzt erkläre ich die Anwendung. Das hat schon jetzt eine Technik, die Deckung eines Gegners überwinden und Schaden anrichtet. Wenn du gemeinsam mit einem Freund kämpfst, kannst du die Deckung deines Gegners aufbrechen und dein Freund macht dann den Schaden. Ja, das ist zumindest die Idee, denn das setzt sich ein, wenn du so weit bist. Ja. Ich glaube, weiter geht noch nicht. Ne? Nein. Warte mal. Was? Also. Gut. Was ist hier denn noch alles? Piep, piep, du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablegen. Wenn du einen Test bestehst, erhöht sich dein Rang und du hältst Zugang zu weiteren Ausbildern. So einen Fortschrittstest ablegen. Ich möchte erstmal mit meinen jetzigen zu Ende machen. Ich soll versuchen, die nächste Stufe zu erreichen. Wenn du Interesse hast, sag den Ort oder dass du den Test ablegen möchtest. Wenn du den älteren Kurse nochmal. Was hat denn als Training oder was? Beim Tour noch mal abschließen. Ja, okay, weiß nicht, ob ich das mache. Auf. Was gibt es denn hier noch? Mr. Satan ist hingewendet. Wer bist du denn? Ich meine, ich mit der Rede. Das war ein Gesichtsausdruck. Willst du was? Dann ja, wenn du mir die beste Toki-Toki-Impression zeigst. Toki-Toki-Impression. Das ich. Warum muss ich mich so anziehen wie irgendjemand? So. Zeitspalt-Event. Ich kann mal die Bonbons abgeben. Halt, wer bist du? Halt, du musst kein Wort sagen. Ich weiß genau, was du mir sagen willst. Was Hunger stimmt, das dir sollte helfen. Oh, Schokolade. Warte mal, ich glaube, da hinten liegt immer irgendjemand, ne? Kann ich auch noch ansprechen. Hier, der. Oh, da liegt was. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt echt was Süßes. Wer bist du denn? Gegen gefragt zuerst. Ich brauche unbedingt ein Exemplar als Ersatz. Du hast nicht völlig an, oder? Habe ich eine? Ja, meinetwegen. Gruppenenergiekristall. Was? Hallo. Hallo, bist ganz schön zäh. Ich mag es halt zu sagen, ob groß oder klein oder dick oder dünn. Aber ich denke, immer noch Spielraum nach oben hast. Komm wieder, sprich mir vor, wenn du die Quest Affenfront abgeschlossen hast. Okay. Gehen wir mal Majin Buu mal zu futtern. Füße. Bringt bestimmt irgendwas. So, eigentlich immer nur weg und dann sehe ich schon, ich bin da weg. Hab mich irgendwo hin teleportiert. Hallo, gratis Items, ne? Hier schon gratis Items immer abholbar sind. Ich weiß noch nicht mal, was die Farben alle machen. So, ich habe Essen gefunden, Fristat. Lag zwar ein bisschen am Boden, aber was soll's. Wenig erfreuen. Majibo könnte es mögen. Könnte dies lieben. Schmorfisch, Schokolade. Mein Gott, echt? Ich dachte, er würde mehr geben. Ein Apfel. Obnom nom. Majin Buu ist ein Apfel, genau. Das stelle ich mir irgendwie sehr unwahrscheinlich vor. Aber na gut. Alles klar, dann würde ich sagen, ich beende Party, ja. Und wir machen dann die Story nämlich an weiter. In der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Man hat ja, okay. Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst bitte etwas Feedback, einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein was weiß ich. Jo, gibt es neue Sachen zu kaufen oder was? Dann werden wir wieder ein Dings abgeschlossen, ne? Das neue normale Klamotten so für mich zum Färben und so, nein. Ein weißer Anzug.
Und mal gibt es neue Fähigkeiten. Au. Was geht? Na? Wenn euch der Bad gefallen hat, könnt ihr ja ein... Oh, geil. Eine Art Feedback hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und dem Kanal weiterhelfen. Und dann sage ich... Mal komme ich irgendwann mal. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich danke euch allen herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.